Allerhand war geboten am Tag der offenen Tür bei der Horsch Maschinen GmbH in Schwandorf. Das Unternehmen entwickelt und baut Sä- und Bodenbearbeitungsmaschinen für die moderne Landwirtschaft, die weltweit zum Einsatz kommen. Am vergangenen Samstag durften die Besucher die Maschinen hautnah im Einsatz kennenlernen und waren nur selten nicht beeindruckt. Etwa 7000 Menschen fanden den Weg zu Horsch Maschinen. Für die Organisatoren ein gelungener Tag. Wir können mit dem Tag heute sehr zufrieden sein. Wir sind überglücklich, dass die Besucher das Angebot so angenommen haben und sind über die Anzahl der Besucher richtig überrascht und freuen uns darüber. Während die großen Kinder die Maschinen in Aktion bestaunten, hatten die Kleinen ihren Spaß bei der Horsch Erlebnismeile, beim Kinderschminken, beim Torwandschießen und Bullriding. Wer es in der Hitze am Boden nicht mehr aushielt, der konnte mit dem Helikopter zu einem kleinen Rundflug abheben. Neben all diesen Attraktionen stand der Tag der offenen Tür, aber vor allem unter einem Schwerpunkt. Wir möchten uns natürlich darstellen als ein attraktiver Arbeitgeber in der Region. Neben dass wir viele neue Mitarbeiter suchen in verschiedenen Bereichen, ist es uns auch wichtig, dass wir uns als attraktiver Ausbildungsbetrieb auch darstellen in der Region. Wir werden zunehmend die Ausbildung hier weiter ausbauen an den Standorten hier in Schwandorf, sowie auch in Gera, Ronneburg, als unten in Landau. Und das möchten wir auch der Bevölkerung zeigen, dass wir auch Verantwortung übernehmen, junge Menschen ausbilden und zu Fachkräften heranziehen wollen, die wir auch später bei uns im Betrieb übernehmen und auch einen langfristigen Arbeitsplatz bieten möchten. Am Rande des Trubels durfte Schwandorfs Oberbürgermeister Helmut Hay zusammen mit der Geschäftsleitung das neue Innovationscenter ACI nach gut halbjähriger Bauphase einweihen. Hier sollen künftig neue Maschinen entwickelt und getestet werden. Am Ende des Tages kamen auch die kulturell Begeisterten auf ihre Kosten bei einem Konzert der Konrad-Max-Kunst-Musikakademie aus Schwandorf.